Hallo und herzlich willkommen auf der On the Hills Map. Ja, zweite Folge mit mir als kleine Solo-Folge. Ich dachte mir, es ist abzusehen, dass ich ansonsten, ich möchte zwar immer gerne hier gerade bei der Ernte, ne, wir haben jetzt gerade viel zu tun, wäre es natürlich super, wenn ich jetzt jemanden dabei hätte. Problem ist, aber ich nehme im Moment immer wirklich super spontan auf. Also, das war jetzt gerade so eine, ne, ich überlege so, okay, morgen hast du keine Zeit. Montag bist du nicht zu Hause, bis, ich habe es letzte Folge erzählt, bis vielleicht 22 Uhr oder so. Ja, dementsprechend nehme ich jetzt noch eine Folge alleine auf. Ich staune ehrlich gesagt, wir ernten ja hier gerade Roggen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, und es ist Wahnsinn, was hier runterkommt. Ich komme da gar nicht drauf klar. Ich dachte hier, erste Düngerstufe, das wird hier ein richtiges Trauerspiel, was wir hier runterholen, aber nö. Da kommt richtig, richtig Material runter. Ich habe jetzt gerade schon wieder abgetankt. Zur letzten Folge hin waren wir ja schon fast wieder voll. Wahnsinnssache. Ja. Auf jeden Fall plane ich für nächste Woche dann auf jeden Fall wieder eine Aufnahme mit Noob, Nilinor und so weiter. Ich möchte auch mal schauen. Wir haben jetzt... Es ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, oder? Also ich habe es ja letztens schon mal gesagt, dass ich mich selber ein bisschen überrumpelt fühle, so wie die Zeit vergeht. Wir haben jetzt wieder Anfang September. Es geht wieder auf den Herbst zu. Habt ihr das eigentlich auch so, dass euch das traurig macht? Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber dieses, dass es morgens auf einmal wieder leicht dämmert, wenn man zur Arbeit fährt, dass man abends um 21 Uhr auf der Terrasse sitzt und oder irgendwie draußen ist und sich denkt, oh, so langsam wird's aber, ne? Wird aber dunkel jetzt. Jetzt brauchst du mal wieder irgendwie abends eine Taschenlampe. Ja, das finde ich irgendwie gar nicht so schön immer. Das mag ich nicht so am Winter, beziehungsweise auch im Herbst. Im Frühling ist das immer schön, weil man immer so sieht, boah, geil, vor 2 Wochen saßt du hier noch und es war um die Uhrzeit schon dunkel und jetzt hat es vielleicht gerade eben erst angefangen mit Dämmern. Das mag ich im Frühling immer total, aber die Gegenbewegung im Endeffekt im Herbst finde ich ja richtig schlimm, ne? Da komme ich gar nicht so gut drauf klar. Das würde mich mal interessieren. Bin ich da der Einzige? Bestimmt nicht, ne? Kennen wahrscheinlich viele. Ich finde die Vorstellung jetzt auch, ich habe letzte Folge ein bisschen über meine Abendschule geredet, dass ich dann im Endeffekt, also ich bin erst den kompletten Tag, jeden Tag nochmal arbeiten, stehe dann bin dann um 6 Uhr aus dem Haus raus und komme dann irgendwann 22 Uhr rum, je nach Tag, nach Hause. Das bedeutet, selbst im Hochsommer gehe ich quasi in der Dämmerung, in der Morgendämmerung und komme in der Abenddämmerung wieder. Und das ist jetzt einfach heftig, finde ich, die Vorstellung, wenn ich mir das gerade so überlege. Ich um 6 Uhr, weiß nicht, im tiefsten Winter ist, glaube ich, um 8:30 sowas erst wirklich hell, würde ich sagen, ne? Kommt das ungefähr hin? Ich glaube schon. Und dann ist um 5 Uhr wieder dunkel. Wenn dann auch noch schlechtes Wetter ist, manchmal verschiebt sich das dann auch noch so ein bisschen, ne? Dann ist schon, weiß ich nicht, um 4:45 dunkel oder so. Und morgens, wenn es so richtig zugezogen ist, dauert es auch länger. Das ist richtig, richtig blöd, oder? Also überlegt mal, wie kurz dadurch der Tag dann im Endeffekt wird. Dann bin ich, keine Ahnung, 16, 17 Stunden unterwegs und davon ist es nur 8 hell. Wenn überhaupt. Finde ich sehr, sehr komisch, die Vorstellung. Werde ich mich aber dran gewöhnen müssen. Ich hatte das damals eigentlich, weiß nicht, als Kind merkt man es ja eigentlich hauptsächlich daran, dass man, wenn man, also ich komme ja noch aus einer Zeit, wo man auf der Straße gespielt hat. Ich denke, der ein oder andere von euch zwar auch noch, aber mittlerweile ist ja dann doch, ist das Thema Handy und Computer und so ja auch immer größer und man, ich persönlich finde das auch nicht schlimm. Ich würde nur sagen, dass es am besten, wenn sich das beides irgendwo immer die Waage gibt, also, dass man sowohl, wenn gutes Wetter ist oder so, auf der Straße spielt und auch mal bei Regen gehört auch dazu. Aber dass man halt eine Mischung hat, glaube ich, bei dem, was man als Kind so spielt, aus ich spiele jetzt und gehe an den Computer, weil, ja, ist auch schön abends und so. Oder ich gehe jetzt mal raus mit Freunden, das gehört, finde ich, beides dazu. Nur dann, also das eine ohne das andere ist dann auch wieder blöd. Finde ich persönlich.
schon besser, wenn man irgendwo beides hat. So sehe ich das zumindest. Aber im Thema Zeit aktuell ein ganz großes Thema, Zeitumstellung. Die Zeitumstellung, soweit ich weiß, habe ich das mal in einer Doku so gesehen, dass die Zeitumstellung ja dafür gedacht war, Strom zu sparen, damit die Nacht ein bisschen kürzer wird, glaube ich. Auf jeden Fall ist das ja auch schon ewig alt, die Zeitumstellung, obwohl eigentlich verschiebt es sich ja nur, keine Ahnung, warum das, ganz ehrlich, das habe ich nämlich auch oft gelesen in den letzten Tagen, keiner weiß so richtig, warum gibt es die eigentlich. Ich habe irgendwann mal gehört, dass es irgendwie Stromspargründe haben sollte, vor zig Jahren, aber irgendwie macht das keinen Sinn und das wurde auch schon ein paar Mal, glaube ich, belegt, dass es keinen Sinn macht, dementsprechend macht es halt keinen Sinn. Aber wir haben es trotzdem. Und jetzt gab es diese große europäische Abstimmung. Über 3 Millionen Menschen haben bei dieser Abstimmung mitgemacht, ob es Winter- und Sommerzeit geben sollte. Und davon, von den 3 Millionen, 1,5 Millionen oder so aus Deutschland, was wahnsinnig viel ist. Also die Deutschen sind da in der Mehrheit schon, also von den Deutschen haben schon sehr viele da abgestimmt. Und da fiel das, glaube ich, aus 80-20% für Winterzeit. Ja, ich muss ehrlich sagen, es ist irgendwie unnötig, dass man so umstellt, finde ich persönlich. Und jetzt wird das Ganze, glaube ich, soweit ich weiß, auch aktuell gibt es einen Gesetzesentwurf, so ist es richtig, der dann im Endeffekt das Ganze regeln könnte, der dann eingereicht wird bei der Regierung und so weiter, abgesegnet wird eventuell. Und dann sieht das, glaube ich, so aus. Ja, das ist die Frage. Wir haben dann entweder Sommer- oder Winterzeit. Was von beiden, weiß ich nicht. Ist, glaube ich, auch dann, wissen dann nur die Politiker, die das entscheiden. Ich fände es aber nicht schlimm. Ich finde das Uhrenumstellen immer ein bisschen nervig. Gut, im Herbst jetzt haben wir zumindest die, in Anführungsstrichen, schöne Umstellung. Denn das ist die Umstellung, wo man sagen kann, ich gehe eine Stunde länger feiern. Oder bin eine Stunde eher zu Hause, obwohl ich genauso lange feiern war wie sonst. Oder ich schlafe heute mal eine Stunde länger, obwohl ich pünktlich aufstehe, wie immer. Ne? Da gibt es ja auch diesen, wie war das, man holt im Herbst die Gartenmöbel rein, deshalb stellt man die Uhr zurück. Oder irgendwie sowas, gab es ja so einen Merkspruch. Ja, aber irgendwie so richtig, wenn man drüber nachdenkt, ist es eigentlich komplett unnötig, ne? Es wäre nur dann interessant, inwieweit sich das auswirkt. Wenn wir eine Stunde zurück sind, bedeutet das ja, dass es dann im Winter, also im tiefsten Winter, im Dezember, ist dann erst um 9:30 morgens hell. Boah, ist schon spät. Aber dafür ist es halt um 6 Uhr auch noch, also es geht dann die Sonne auch erst um 6 Uhr unter oder so. Also letzten Endes verschiebt es sich halt einfach nur. Was anderes ist es ja nicht. Zeitverschiebung heißt es ja auch. Ne? Gut, man ist jetzt die Frage, ich persönlich finde, das kann man sich sparen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich würde einfach sagen, schafft den Quatsch ab. Ich weiß noch, Daniel hat sich da mega immer darüber aufgeregt. Der arbeitet ja in Luxemburg, wenn ich mich nicht täusche. In Luxemburg war es. Und dementsprechend, ich glaube, da gibt es keine Zeitumstellung oder doch, aber wenn er mit Geschäftspartnern aus anderen Ländern, da muss ja mal aufpassen, ob die Zeitumstellung haben oder nicht, welche Uhrzeit ist jetzt bei denen, kann ich nachvollziehen. Es gibt ja auch, glaube ich, nicht überall Zeitumstellung, ne? Wobei, gibt es eigentlich überall, also in Europa schon, glaube ich, soweit ich weiß. Wie es auf anderen Kontinenten aussieht, weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Im Endeffekt wäre es ja auch einfach. Wenn wir nach England fahren, sind wir auch, müssen wir die Uhr ja auch umstellen und so, ne? Ist ja mit Sommer- und Winterzeit auch klar. Wie findet ihr eigentlich den Case? Es war ja, finde ich, schon eine kleine mutige Entscheidung, den hier zu nehmen. Ich denke mal, so ein Klaas oder sowas oder vielleicht ein John Deere-Drescher hätte sich auf dem Thumbnail wahrscheinlich besser gemacht, wenn man das jetzt mal so nimmt. Oder was mit Feuerwehr-Sirene, ich weiß es nicht. Kleiner Witz am Rande. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, dass
das Ding ja doch eher mal der Klassiker ist unter den großen Dreschern. Aber irgendwie, der hat mich angeguckt im Shop. Anders kann ich das nicht nennen. Ich habe durchgescrollt, ich dachte mir eigentlich, ich habe über den 1090 nachgedacht. Der 1090 ist aber für mich so ein richtig typischer LS15-Drescher. Den haben alle im LS15 gerne benutzt. Der große MF ist dann schon eher was LS19-mäßiges. Aber auf dem MF hatte ich gerade irgendwie keinen Bock, muss ich auch sagen. Und dann blieb halt letzten Endes die Option, wir nehmen den Klassiker. Weil ich wollte gerne, gerade für das Feld hier, finde ich die Arbeitsbreite jetzt auch angemessen. Da finde ich nicht, dass es da wesentlich mehr oder wesentlich weniger sein muss. Gut, wir haben jetzt auch schon ein Loch dran. Fällt manchmal gar nicht so aus, aber zwei Bahnen Vorgewände sind bei so einem Feld hier auch schon ein bisschen was. Wir arbeiten ja dann wirklich auch, wir haben ja 25 Meter Streifen schon drumherum frei. Die ganzen Felder hier unten, oben haben wir größtenteils Mais. Da werden wir, denke ich, eher auf was Kleineres gehen. Ich weiß noch nicht genau was. Wir mieten dann ja einen Maishäcksler und dann denke ich so in der Größenklasse bis, was gibt's denn? 6 Meter gibt's, 7,5 gibt's, 9 Meter gibt's, 10,5 gibt's, glaube ich. Irgendwie 7,5 oder sowas wäre ganz cool. Da müsste ich nochmal nachschauen, was wir denn da haben. Also mehr als 9 auf keinen Fall. Also der Big X, der große, scheidet wohl aus. Den großen New Holland, den möchte ich irgendwie nicht. Also der ist auch so ein bisschen der Standard, den alle nehmen. Und das mag ich ja nie so. Ich probiere immer ein bisschen was Besonderes rauszumachen. Auch wenn es, ja, man kann das ja immer jetzt sehen, wie man möchte. Ob das jetzt was Besonderes ist oder nicht, wenn man so einen Schlepper nimmt. So, 40 Kubik rein in den Anhänger und dann fahren wir mal. Wir wollen jetzt 40 Kubik zum Hofsilo, würde ich sagen. Macht am meisten Sinn. Hoffentlich kommen wir gleich um die Kurven. Mit dem Axion habe ich die Erfahrung gemacht, ist doch irgendwie alles ziemlich schmal, ziemlich klein. Vielleicht haben wir extra deshalb hier so viel Platz vor der Fischbude, damit man die Kurve besser fahren kann. So. Aber ich muss sagen, der Axion macht hier echt einen guten Job. Manchmal, also er hat schon gute Leistung, nicht so komplett, dass man, also bei manchen Schleppern ist es ja echt so, gerade wenn man die kleineren Schlepper gewöhnt ist und man fährt einen, was ist denn jetzt mal ein gutes Beispiel, ich hatte mal einen 8R, der ging verdammt gut, also der hat sich auch echt angefühlt wie 400 PS, oder was der hatte, 380 damals oder sowas, ne, ich glaube das war der von Twervas, der ging so gut, wenn er dann 50 Kubikmeter hinter hattest und dann gezogen hast, bergauf, einen vollen Anhänger. Gut, es lag wahrscheinlich auch im LS13, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Gar nicht so wirklich daran, wie ich hier, wie stark der Schlepper war, sondern wahrscheinlich, weil der LS13 das noch nicht vernünftig simuliert hat mit dem Gewicht. Daran lag das wahrscheinlich, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, tut mir leid. Also vergisst, was ich gesagt habe. Giants ist schuld. Kennt ihr ja. So. Nochmal hier einen schönen Screenshot. Ja, das sind ja so die typischen Ecken, wo man immer Bock hat auf einen Screenshot. Beim Abladen, beim Überladen. Oder einfach mal so schön so einen schrägen Blick übers Feld wagen. Da gibt es ja doch interessante Perspektiven und interessante Bilder manchmal zu bestaunen. Ich weiß gar nicht. Tiere müssten ziemlich maximal versorgt sein. Ansonsten habe ich dafür aber gerade eh keine Zeit. Ich habe den Drescher gemietet. Der Drescher muss laufen. Ich bin mal gespannt, was diese Ernte jetzt kostet. Vielleicht habe ich mich ja auch verkalkuliert und der Drescher wird uns am Ende dann doch teurer als selber einen übers Jahr behalten. Aber dann können wir immer noch einen kaufen für das nächste Jahr und es passt dann auch für dieses Jahr. So schlecht geht es uns ja finanziell nicht. Ja. Die Fischbude erinnert mich extrem an Landwehrkanal. An Tour war es jetzt nicht unbedingt. Die ist auch, glaube ich, ein bisschen neuer, ein bisschen zu neu für Tour was, aber Landwehrkanal ist schon irgendwie dieses typische Fischbuden. Fischbuden war ja die Tour was Landwehr, also die Landwehrkanal, so wie wir sie ja im Endeffekt am meisten kennen, war ja auch schon im
LS13, boah, ist das lange her, ey. Ist jetzt 4 Jahre her, dass die Landwehrkanal kam. Und für mich ist Landwehrkanal immer noch so die neuere On the Hill, die neuere Karte von El Cid. Ich muss auch sagen, ich vergesse manchmal ein bisschen, dass die Karte hier von El Cid ist. Ich weiß gar nicht. Ist irgendwie, finde ich, dass er hier schon vieles sehr anders gemacht hat. Man erkennt irgendwie, dass das Gras den Texturenmix, weiß nicht, der macht für mich irgendwie viele Maps da so aus. Aber was ich hier zum Beispiel auch interessant finde, also ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Aber man sieht schon irgendwie, dass es El Cid ist, aber es ist nicht dieser Stil von Tourbus und Landwehrkanal. Es ist irgendwie ein bisschen nicht moderner. Ich würde es auch nicht als besser bezeichnen. Es ist irgendwie, es gleicht ein bisschen mehr vielen anderen Maps. Es ist nicht mehr ganz so speziell. Ja, und mit diesen cleveren oder eher ein bisschen dummen Worten, keine Ahnung, lasse ich euch jetzt für heute mal alleine. Und ich würde sagen, hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.